So, einen wunderschönen guten Abend, guten Nachmittag. Ja, ich bin mal gespannt. Könnt ihr mich sehen und hören, bevor wir hier loslegen? Ich habe nämlich etwas ganz, ganz Spannendes mitgebracht heute. Vielleicht schreibt ihr mir einfach mal in die Kommentare, wer gerade schon live dabei ist, ob er mich hören und sehen kann. Gucke ich auch mal kurz hier. Genau, schaut einfach mal. Ja, guten Abend. Bin gespannt. Hören Sie dich? Ja, super. Das ist schon mal sehr perfekt. Dann kann man das gleich auf die Seite legen. Ja, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Und heute, wie gesagt, habe ich ein etwas Besonderes mitgebracht. Und zwar startet heute, hallo, ich sehe Marion, ich sehe die Tabea. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Heute habe ich eine, ja, etwas Besonderes mitgebracht, eine Live-Videoserie, und zwar eine siebentägige Live-Videoserie. Und in diesen sieben Videos, Live-Videos, möchte ich mit dir, ich nenne es mal so, sieben magische Elemente für erfüllenden Erfolg für dich als Coach, als Herzensbusiness-Owner, Seelenbusiness-Owner, als Coach der neuen Zeit teilen. Und ich bin echt gespannt. Vor allen Dingen möchte ich auch gerne mit euch ins Gespräch gehen. Also das heißt, ich werde hier so das Thema ansprechen, um was es geht. Es wird auch immer, ja, eine Inspiration, auch so eine kleine Hausaufgabe jeweils geben. Für also immer bis zum nächsten Tag. Weil ich möchte das hier schon sehr interaktiv, ja, letztendlich gestalten. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du wirklich Teil davon und da wirklich mal selbst für dich prüfst, wo stehst du gerade, und dir natürlich wirklich auch diese mit diesen sieben Elementen, und es sind für mich wirklich sieben magische Elemente, dich wirklich inspirieren für erfüllenden Erfolg als Coach. Ja, und hallo, na, Claudia, schön, dass ihr alle da seid. Ja, kommt rein, kommt rein, kommt rein. Genau, also das ist heute mein Thema, und wir starten heute mit dieser Videoserie. Wie gesagt, deine Fragen sind herzlich willkommen. Ja, danke schön, Claudia, dass du mich siehst und hörst. Ja, das ist immer so eine Sache, das klappt nicht immer mit BeLive, beziehungsweise wenn man drin bleibt. Das hat so manchmal so ein Eigenleben. Aber schön, dass ihr mir das Feedback gibt und dass das funktioniert. Genau, also heute starten wir diese Videoserie. Und genau, also der Punkt ist der. Wirklich in dieser Woche möchte ich so die große Überschrift, wirklich Inspiration für dich als Coach der neuen Zeit. Und vielleicht gleich am Anfang, wenn du dich jetzt nicht unbedingt denkst, ich bin ja gar kein Coach oder Coach der neuen Zeit oder was ist das überhaupt? Also vielleicht mal ganz kurz. Zum einen spreche ich zwar hier immer von Coaches oder Lichtarbeiter oder Herzensbusiness-Owner. Der Punkt ist aber der, ich spreche dich an, wenn du jemand bist, der den tiefen Wunsch und die Bereitschaft hat, Menschen auf Augen- und auf Herzhöhe bei der Umsetzung zu begleiten in ihre eigene Größe, in ihre eigene Macht, dann bist du hier vollkommen richtig. Vor allem, also das war der erste Teil, und vor allen Dingen der zweite Teil, wenn dein Business noch größer werden kann oder du überhaupt am Start bist, ein Business zu gründen, oder dein Business vielleicht noch nicht so läuft. Also vor allen Dingen dann, wenn du noch mehr Inspiration dir wünschst, vielleicht auch noch konkrete Umsetzungstools, wie dein Business, dein Coaching-Business, überhaupt dein Herzensbusiness generell besser werden kann. Und jetzt merke ich gerade hier, ich hoffe, ihr könnt mich hören, meine Kamera, es hat sich gerade hier verabschiedet. Seht ihr mich noch? Oder könnt ihr mich noch hören? Schreib mir einfach mal kurz rein, weil ich sehe jetzt hier gerade keine Kamera mehr. Kleinen Moment. So, könnt ihr mich hören? Könnt ihr mir vielleicht noch mal kurzes Feedback geben? Ich hoffe, alles gut. Okay, weil es zeigt mir hier gerade meine Kamera nicht an. Kann man auch das Bild sehen? Das ist echt spannend, spannend, wie Technik heute alles so mit sich bringt. Seht ihr auch ein Bild von mir? Seht ihr mich? Seht ihr mich? Seht ihr mich winken? Also ich sehe jetzt gerade bei mir hier leider nichts. Ja, okay, dann funktioniert's. Dann sehe nur ich mich nicht. Auch gut. Okay, wo war ich?
Genau, also wen ich ansprechen möchte, einfach generell Menschen, die sagen, okay, ich möchte noch mehr Inspiration, ich wünsche mir auch vielleicht nur mehr Umsetzungstipps vielleicht auch. Und ich bin bereit, einfach tiefer da hineinzugehen. Ich bin bereit, einfach noch größer zu werden, noch mehr in meiner Größe zu sein, noch mehr zu erstrahlen, noch mehr zu erblühen. Das ist das, oder die Menschen, die möchte ich hier mit ansprechen. Und wie gesagt, diese Woche steht ganz im Sinne von ja von Inspiration rund um Herzensbusiness, Seelenbusiness, Coachingbusiness. Und danke, Gerda, Marin, ist das alles so toll. Danke, danke, danke. Genau. Und von daher ist das mein Anliegen. Und das erste Thema, das ich heute ansprechen möchte, ist Ziele, wie wir unsere wirklichen, wahren Herzensziele erreichen. Aber bevor ich das tue, möchte ich auch die Gelegenheit geben, vor allen Dingen, wenn du mich noch nicht kennst, ich sehe zwar hier ganz viele bekannte Gesichter schon, aber auch unbekannte Gesichter. Also wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Heidi Marie Wellmann und ich beschäftige mich schon seit über 20 Jahren mit dem Thema Potenzialentfaltung, glücklich im beruflichen Kontext und schon, ja, nicht ganz 20 Jahre, aber doch schon annähernd mit dem Thema Berufung. Also vor allen Dingen Berufung im ganzheitlichen Sinne, nicht nur im beruflichen Kontext, aber vor allen Dingen im beruflichen Kontext, weil das ist mein Schwerpunkt. Im beruflichen Kontext genau das zu tun, wozu wir hergekommen sind, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle eine bestimmte, ja, etwas haben, was wir der Welt schenken möchten und was unser Thema ist und mit was wir die Welt ein kleines bisschen schöner, großartiges, wunderbareres, was auch immer machen. Das ist mein Anliegen. Und das treibt mich schon immer an. Vielen Dank, Leute, dass Bill jetzt auch da ist. Und das treibt mich an und das ist etwas, was mich ja schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und so kam ich von der klassischen Karriereberatung eben, kam dieses Thema Berufung und dann dieser ganzheitliche Ansatz. Und es ist wirklich, es ist das, was ich kann mir nichts anderes vorstellen. Es gibt nichts, was mich mehr interessiert, wie eben dieses Thema Berufung, wie das Menschen wirklich vor allen Dingen im beruflichen Kontext genau das leben, was sie erfüllt, was sie glücklich macht, was ihr Herz zum Explodieren bringt, was sie erfreut, was aber auch vor allen Dingen viel an Einnahmen generiert. Ja, also vor allen Dingen dieser Kontext sozusagen Berufung und erfülltes Leben, das ist genau das, was, wo ich sage, ja, dafür bin ich geboren, genau in diesem Bereich zu begleiten. Die Einzigartigkeit, es geht um Verantwortung, es geht um machtvoll sein, es geht um bewusstes Schöpfertum, es geht um dieses wirklich zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und das sind alles so, so lauter spannende Themen. Und da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Und jeder von uns, ja, ist gerade gefragt, also vor allen Dingen, wenn du auch hier dabei bist, gefragt, wirklich in die eigene Kraft und Macht zu kommen und aus diesem, wie ich das gerne nenne, von dem von der Wissensriesen in die Umsetzung zu kommen und kein Umsetzungszwerg mehr zu sein. Weil im Grunde, und das wissen wir alle, wir haben so viel Wissen, auch das hier. Vielleicht verrate ich heute kein neues Wissen, aber vielleicht inspiriere ich dich mehr in die Umsetzung zu kommen. Und das ist meine Intention auch mit dieser siebenteiligen Videoserie, dass du mehr in die Umsetzung kommst. Weil das Wissen alleine, das hast du schon. Du kannst auch darauf zugreifen. Du musst nur die Augen schließen, dich wirklich mit dir selbst, bei dir selbst ankommen, dich mit dem Feld der unendlichen Möglichkeiten verbinden und schon kannst du auf alles Wissen zugreifen. Es ist alles da, ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass du es umsetzt. Und genau das ist der Punkt, ja. Und genau in diesem Bereich möchte ich dich inspirieren, möchte ich dich begleiten und vor allen Dingen auch in dieser Woche. Und ja, das ist meins. Und so kam dann irgendwann, nachdem ich mich mit dem Thema Berufung beschäftigt habe und ganz viele Menschen schon in diesem Weg begleitet habe, und ich spreche jetzt hier vor über 10 Jahren, ja. Also war noch nicht so Mainstream, kam irgendwann die Idee, eine Ausbildung zum Intuition, zum Berufungscoach anzubieten. Und ganz ehrlich, das kennen vielleicht einige von euch, die hier sind, die irgendwie so eine Idee mit sich tragen und denken, was soll der Scheiß? Ja, ich will das doch gar nicht. Wie soll ich eine Ausbildung machen? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe ja selbst noch nicht mal eine Ausbildung gemacht, in diesem Bereich als Coach. Ich kann doch jetzt nicht eine Ausbildung machen. Aber die Idee, die war einfach so
und es hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Und ich wusste, das ist es. Das ist das, was ich eigentlich gesucht habe, diese Hebelwirkung zu haben, um andere Menschen zu inspirieren, in ihre eigene Kraft und Macht zu kommen, die wiederum andere Menschen inspirieren, in ihre eigene Kraft und Macht zu kommen. Und so kam es dann, obwohl ich, wie gesagt, am Anfang so gar nicht begeistert war, irgendwie schon tief in mir schon, aber mein Kopf, der ist fast durchgedreht, weil er gedacht hat, ja, wie soll ich es denn machen? Also die Frage nach dem Wie. Und ich sage immer, wie denn Business, ja? Sondern wirklich den Impulsen zu folgen. Und auf das Thema gehen wir auch noch ein, wie wir das am besten vielleicht auch machen können, umsetzen können und so weiter. Aber ich war selbst damals wirklich so gefangen in meiner Vorstellung, dass es doch eine Weile gedauert hat, bis ich den Mut gehabt habe. Oder nicht, es war nicht nur Mut, es war Quatsch, ich konnte gar nicht mehr anders. Der Druck und der Drang war so groß, dass ich einfach nicht mehr anders konnte. Wie zu sagen, yep, ich mache das jetzt, ja, ich biete das an. Und so hat das Ganze begonnen vor über 10 Jahren. Und jetzt gibt es die Ausbildung zum Intuition, zum Berufungscoach. Und jetzt mittlerweile nennt sich Intuition zum Berufungscoach der neuen Zeit, weil gibt es schon 10 Jahre. Ich sag gleich, warum sie so heißt. Gibt es jetzt schon 10 Jahre. Und mit diesem Jahr im Sommer, jetzt am 3. August, startet die 11. Ausbildung. Also das 11. Ausbildungsjahr. Und das kann ich gar nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Ich bin echt, es flasht mich total, dass es schon so weit ist, dass wir schon im 11. Jahr sind. Und letztes Jahr war auch das erste Jahr, wo ich mit Unternehmen zusammengearbeitet habe. Also wo wir in Unternehmen Intuitions- und Berufungscoaches ausgebildet haben. Und es ist echt mindblowing. Ich habe mir das so sehr gewünscht, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nicht gewusst, wie ich das umsetzen soll. Und auch dieses Jahr finden in Unternehmen wieder Ausbildungen statt. Und ich bin echt so glücklich und happy, dass dieses Thema sozusagen immer mehr jetzt wirklich in die breite Masse geht. Weil wenn etwas, so ein Thema, schon in Unternehmen platziert wird oder also sich immer mehr ausbreitet, kann man sagen, dass sich da schon einiges getan hat. Ja. Und diese Videoserie mache ich auch dafür, dass du vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommst, so wie ich arbeite oder wie ich wirke oder wie ich überhaupt bin. Ja. Weil wenn du vielleicht mit dem Gedanken spielst, dich für die Ausbildung zu bewerben, du hast vielleicht schon letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr oder dieses Jahr, du kennst mich jetzt noch gar nicht, wie auch immer. Wenn du mit dem Gedanken spielst, ist das gerade die nächsten Tage vielleicht mal so dieser Impuls für dich, wo du einfach siehst, okay, wie tick ich, was für Themen sind mir wichtig? Weil die Themen, diese 7 Themen, die ich jetzt in den nächsten Tagen hier durcharbeite, in Anführungsstrich, das sind auch Schwerpunktthemen in der neuen Ausbildung. Ja, also ab August. Und genau, also du bekommst eine Ahnung dafür und wenn es dich interessiert, ich habe das eh schon verlinkt, schaust dir an, schau dir alle Infos, unabhängig von dem, was ich hier erzähle. Es gibt schon eine Menge Infos, gerade zum Thema Coaching der neuen Zeit, auf der Seite heidimariewellmann.de/coach der neuen Zeit. Da findest du eine Menge Inspiration, Information, also nicht nur zu der Ausbildung selbst, sondern eben auch zum Coaching oder als Coach der neuen Zeit zu wirken. Auch viel kostenfreie Sachen. Aber auch natürlich die Inputs zu der Ausbildung. Und wie gesagt, das hier ist so begleitend, ich möchte mit dieser Ausbildung viel mehr Menschen ansprechen. Das ist meine Intention. Also bis jetzt war immer so, das waren immer recht kleine Kreise, das kann man jetzt eben mal will, verhältnismäßig kleine Kreise. Und nun möchte ich diese Ausbildung ausbreiten, weil wenn du mich schon beobachtet hast oder kennst, dann weißt du, dass das die Seelenbotschaft für 2019, ich mache immer so eine Jahresbotschaft zum Thema Berufung. Und die Botschaft für 2019 war Verstärkung, also alles, auf was wir unsere Aufmerksamkeit richten, verstärkt sich. Also das war die große Überschrift oder das große Thema. Und es gab ein spezielles, man konnte wählen zwischen 1 und 7 und dann sozusagen die persönliche Inspiration noch abholen. Und es war so spannend, die 7 war: Du bist ein Lichtarbeiter, du bist ein Coach der neuen Zeit. Und sozusagen nicht nur das, die Aufforderung an die Menschen, die Zahl gezogen haben, sozusagen in die Umsetzung zu kommen und jetzt nicht mehr sich vor ihre Lebensaufgabe zu drücken, weil alle, die damals die 7 gezogen haben, das sind Coaches der neuen Zeit, das sind Lichtarbeiter und sind auch vor allen Dingen diejenigen, die jetzt aufgefordert sind, wirklich in ihre Kraft und Macht zu kommen. Ja, und
sozusagen auf, sich auf diesen Weg zu begeben, weil wir stehen an bestimmten Stellen und wenn wir unseren Platz einnehmen, sozusagen, und auch so mitwirken, dann können das auch alle anderen für uns oder die auf uns warten, ja, die sozusagen auf uns warten, auf die Inspiration, auf die Begleitung von uns warten, die kommen dann auch in die Gänge. Das ist so wie eine Kettenreaktion. Und wenn du deinen Platz nicht einnimmst, dann dauert alles andere viel länger. Wir wünschen uns ja alle so diese goldene neue Zeit und sprechen ständig von diesem neuen Zeitalter. Also zumindest mal hier in diesen spirituellen Kreisen. Der Punkt ist aber der, wir sind schon da. Und jetzt geht es darum, das Ganze umzusetzen. Es geht darum, uns von unseren Ängsten zu befreien. Es geht darum, wirklich in unsere Kraft und Macht anzuerkennen und einfach zu beginnen, mit unserem Geist bewusst zu arbeiten, die Anbindung, ja, in das Feld der unendlichen Möglichkeiten oder Kosmos, Universum, Gott oder wie auch immer du willst, das zu verstärken und wirklich inspirativ zu wirken, ja. Und all das sind Themen unserer Zeit. Und das, wenn du die sieben gewählt hast damals, wenn du es noch nicht hast, kannst du einfach mal auf YouTube schauen, Seelenbotschaft 2019, Berufung. Und die sieben, die ist es. Und speziell, und was das Spannende war, und das hat mich wirklich umgehauen, ich habe dann so, ich konnte ja den Zugriffszahlen sehen, wer was, also nicht wer, sondern manchmal auch wer, weil ja da noch was unten drunter geschrieben worden ist, aber die Zugriffszahlen. Und ich konnte es fast nicht glauben, aber die sieben hat die höchste Zugriffszahl gehabt. Und zwar bei weitem. Die war weit drüber hinaus. Und das hat mir echt, auch wenn ich jetzt drüber spreche, ich habe Gänsehaut, weil das ist so. Das zeigt mir, wie viel, zumindest auch in meinem Umfeld, wie viel Menschen sich selbst als Lichtarbeiter spüren oder wissen, dass sie das sind. Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Genau, Baba. Genau das ist es. Und es sind so viele Menschen, die jetzt auch erwachen und erkennen, wer sie wirklich sind und ihre Kraft auch endlich erkennen. Ja. Und nochmal, ich weiß, dass bei der Umsetzung es schwierig ist. Und so ist das Ganze letztendlich entstanden. Und ich möchte diese Ausbildung nochmal ganz klar und deutlich sagen, weil viele sagen, ja, ich brauche doch keine Ausbildung und so, das Modell ist veraltet. Ja, das stimmt. Ich habe lange Zeit, ich habe das von Anfang an Ausbildung genannt, aber ich habe Schwierigkeiten gehabt, das wirklich dann auch, ich habe immer gesagt, ja, es ist eigentlich aber eigentlich keine Ausbildung, weil ich bilde ja niemand aus, weil ich begleite ja auf Augen auf Herzhöhe und ich gehe davon aus, wenn du bei mir diese Ausbildung machst, dann bist du ein Coach. Ich mache dich nicht zum Coach. Ja, und genau das ist, das war von Anfang an meine Intention, weil das gab es eben noch nicht auf dem Markt und es gibt es auch heute nicht. Also es gibt keine vergleichbare Ausbildung, ja, die sozusagen, und ich meine, ich spreche jetzt hier nicht von Angeboten, wie du finanziell innerhalb von kürzester Zeit reich wirst und so weiter. Das hat alles seine Berechtigung und das meine ich aber hier nicht, sondern ich spreche hier wirklich von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise, ja, und nicht nur durch die finanziellen Mittel, sondern auch deine eigene Entwicklung und alles, was damit zusammenhängt. Das ist alles Teil der Ausbildung, aber auch Marketing die Persönlichkeitsentwicklung, auch klar zu haben, was du wirklich willst, was wirklich dein Ding ist, all das nach außen zu bringen, ja. Und so kam ich, ist irgendwie klar geworden, es ist Ausbildung ist eigentlich doch das richtige Wort. Ich habe das bloß immer im falschen Kontext gesehen und es ist spannend, dass ich an dem Wort auch festgehalten habe, weil normalerweise bin ich nicht so. Also wenn ich merke, das ist es nicht, dann lasse ich das. Aber es war für mich von Anfang an eine Ausbildung. Und was meine ich mit Ausbildung? Ist mir irgendwann klar geworden, es bildet sich genau das heraus, was eh schon da ist. Das heißt, die Menschen, die zu mir kommen und diese Ausbildung machen, ich begleite sie nur, damit das, was eh schon da ist, sich herausbildet. Ich begleite sie bei der Umsetzung. Und das ist für uns nochmal, das ist die größte Challenge, die wir haben. Deswegen, Veränderungen können ganz schnell gehen. Veränderungen gehen innerhalb von ratzfatz. Auch wenn du hier bist, bekommst du vielleicht irgendwie so eine Inspiration und sagst, ja, das ist es. Der Punkt ist aber der, wo wir noch wirklich noch strugglen, ist die Umsetzung. Und deswegen braucht es Begleitung. Du brauchst kein Ja, um eine Ausbildung zu machen oder um zu sagen, ein Ja an dir zu arbeiten, damit du erfolgreich als Coach tätig werden kannst. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sage jedem, du kannst von Anfang an, von der ersten Minute, wenn du bei mir diese Ausbildung machst, sofort arbeiten und auch erfolgreich arbeiten. Es liegt ganz an dir, wo du gerade stehst und was du gerade willst. Ja. Aber ich begleite bei der Umsetzung und das ist eigentlich das. Und das ist, was mir so sehr am Herzen liegt und was wir zurzeit am allermeisten brauchen in der Coaching-Szene. Wir brauchen nicht jemand, der dich pusht innerhalb von ganz kurzer Zeit, dass du irgendein Konzept eingehämmert bekommst, ja,
Das hat mal irgendwann seine Bedeutung gehabt, was wir brauchen, weil die Konzepte im Grunde wissen wir, wie es funktioniert. Wir wissen, wie Manifestieren funktioniert. Wir wissen, wie wir Ziele erreichen. Wir wissen, wie wir unsere Berufung finden. Wir wissen, wie wir unsere Berufung leben. All das wissen wir, ja, wenn auch nur theoretisch. Aber nochmal, die Praxis in der Praxis. Und das ist spannend. Es braucht nicht ewig, bis du das in die Praxis umgesetzt hast. Aber erfahrungsgemäß weiß ich von mir, wir brauchen schon immer wieder jemand, der ja vielleicht da ist und sagt, hey, dich erinnert, nicht dir was Neues sagt und dich begleitet. Begleitung ist alles. Und zwar wirklich in deinem Sinne, nicht in eine Richtung peitschen nach dem Motto, du musst es so und so machen, du musst die und die Einnahmen machen und so weiter. Deswegen werbe ich auch nie zum Beispiel mit dem, keine Ahnung, fünfstellig sein, sechsstellig sein, siebenstellig. Ich sage immer, es ist mir völlig egal, wie stellig du bist. Hauptsache, du nimmst das ein, was du wirklich willst. Und das ist mein Job, dich dabei zu begleiten, dass du das umgesetzt bekommst. Ja? Und dafür ist eben diese Ausbildung. Und ich möchte auch noch sagen, weil ich die 11 hier auch gerade sehe, die 11 ist eine Meisterzahl. Und es startet jetzt die 11. Ausbildungsklasse, wenn du so willst, oder das Ausbildungsjahr. Es sind ja mehrere Klassen, aber das 11. Ausbildungsjahr. Und die 11 ist, wie gesagt, eine Meisterzahl. Und fordert wirklich diejenigen, die jetzt dabei sind, die wollen tief in sich so dieses Thema meistern, wirklich in der eigenen, in die Meisterschaft kommen. Und ich bin bereit, sozusagen genau das eben zu tun. Genau, ich sehe hier. Ich habe Ausbildung im Essenz-Coaching gegeben, aber nur in einem Wochenende. Ich liebe es zu unterrichten. Ja, sehr schön. Das finde ich auch sehr schön. Schreibt gerne hier rein, was euer Thema ist. Ja, vielleicht habt ihr ja selbst schon ein Business, ein Herzensbusiness, ein Coaching-Business. Was ist euer Thema? Schreibt es gerne rein. Also mich interessiert es und ich finde es auch sehr schön. Dann sieht man auch, also auch andere sehen dann und vielleicht kommt man da ins Gespräch oder kommt noch neue Ideen. Vielleicht auch Zusammenschlüsse, könnte ja auch sein. Es gibt alles, alles Mögliche. Und die Zeiten, wo wir alles nur allein machen, ey, die fangen an zu bröckeln, oder? Genau. Der schreibt, die Konzepte und Vormachen ist vorbei. Sogar im Schamanismus haben nur die meisten noch nicht gemerkt. Habe ich auch lange gebraucht. Da liegen viele alte Programme drüber. Ja, aber weißt du, der Punkt ist der, wir können an diesem, und das ist auch das, die Zeitqualität, dass wir einfach die Dinge hinterfragen. Braucht es, auch selbst, wenn ich manchmal was ausspreche, überlege ich, ist es wirklich, will ich das glauben, dass das so ist? Nee, manche Dinge will ich nicht mehr glauben. Also ändere ich sie. Ändere ich sie und erzähle mir eine Geschichte. Und genau da stehen wir. Wir haben so viele Dinge einfach übernommen und als Wahrheit anerkannt, obwohl es gar keine Wahrheiten sind. Ja? Und es ist total spannend und ich glaube, da bricht sehr, sehr viel gerade zusammen. Und da ist einfach, das ist ein riesen, riesen Thema. Ja. Und deswegen auch, das wird auch ein Thema sein. Also da sprechen wir auch noch, gehen wir auch noch näher darauf ein. Weil auch hier, Barbara schreibt, mein Problem ist, Kunden zu finden. Auch das wird ein Thema sein in dieser Videoserie. Ganz speziell das Thema, ja, also das folgt noch in dieser Videoserie. Ich weiß es bloß nicht, ein Tag. Weil, auch weißt du, wenn du schreibst, mein Problem ist es, Kunden zu finden. Das ist eine Programmierung, ja. Also auf die Themen, auch Programmierung und so weiter, gehen wir auch noch darauf ein. Aber egal, was du dir sagst, das ist keine Wahrheit, es ist nur eine Programmierung. Und es ist dein Glauben. Und an dem Glauben können wir rütteln. Und das tun wir auch diese Woche. Ganz, ganz klar, ja. Weil das ist, kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir sind oft so, es ist echt spannend. Beobachte dich mal, was du glaubst. Und dann, schau mal, es ist wirklich, es wäre dann ein Problem, wenn es niemand geben würde, der Kunden findet. Ja, es gibt ja aber eine Menge Menschen, die Kunden finden. Also ist es vielleicht nur deine Sicht der Dinge, beziehungsweise dein Glaube und dein Paradigma auch. Ja, und nochmal, an diesem Thema möchte ich rütteln. Und wir kommen noch gleich zum heutigen Thema. Ja, Atlantis-Wissen kommt zurück, aber das Echte. Ja, also es kommt überhaupt viel Wissen zurück. Also das ist echt,
Super, super spannend, was jetzt gerade so passiert. Wir werden auch so viel von so vielen Seiten, ja, bekommen wir so viel Wissen und kommt auch so viel, uns ist so vieles zugänglich. Und irgendwie macht es auch total Spaß, aber es ist auch total, total erschreckend auch, ja. Also, dass man sagt, okay, ich kann dann und das machen und das machen. Die Zeiten hatten wir nie, so extrem wie jetzt, dass wir auf so viel Wissen zugreifen können und im Grunde dir alles ausholen können. Und dann stehst du vor dem Problem, in Anführungsstrich, oder die Herausforderung, denkst, oh Gott, was ist jetzt das Richtige? Was ist das Richtige für mich? Ist es überhaupt richtig? Ja, und das ist echt mega, 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 mega spannend. Genau, und kleinen Moment. Ja, also wie ihr seht, und vor allen Dingen ganz klar, bevor ich dieses erste Thema aufgreife, ich möchte auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass jetzt auch die Zeit reif ist, nicht nur, weil es in meiner Seelenbotschaft für 2019 war. Schau dich einfach mal um. Schau dich um, wie viele Menschen jetzt beginnen zu erwachen, wie viele Menschen vielleicht auch schon sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt haben, schon ewig lang auf ihrem spirituellen Weg sind und aber noch nicht da sind, wo sie wirklich sein wollen. Ganz im Gegenteil, vielleicht noch viele Dramen, viele Schmerzen und so weiter haben. Auch jetzt, das zeigt sich so viel wieder. Ja, also gerade jetzt sehe ich auch, nämlich wahr, dass ganz, ganz viele Menschen, bei denen es auch irgendwie eine Zeit lang funktioniert hat, gerade irgendwie so ganz komisch zusammengekracht. Das hatten wir auch letzte Woche hier bei Facebook, in Instagram, auch die Technik, auch bei den Banken war einiges los. Also es ist unheimlich viel, was gerade in Bewegung kommt. Und das Spannende ist, dass wir einfach aufgefordert werden jetzt, mehr denn je. Und es wird in den nächsten 2, 3 Jahren noch viel intensiver, dass wir in unsere Kraft kommen und uns keine Geschichten mehr erzählen, keine unechten Geschichten mehr erzählen, uns daran erinnern, wer wir wirklich sind. Und eben viele Menschen brauchen Begleitung. Ja, nicht weil, brauchen ist auch hier vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, aber es ist viel einfacher, es geht viel schneller, wenn dich jemand begleitet, der zum Beispiel schon da ist, wo du gerne sein möchtest. Ja, weil jemand wie ich kenne die ganzen Fallstricke, ich kenne die Themenbereiche, ja, und kann auch das aus einer gewissen anderen Perspektive sehen. Und genau, wenn du jemand bist, der einfach diesen Wunsch hat, andere Menschen auch hier zu unterrichten oder zu begleiten und wirklich, ja, dein Wissen zu teilen, auch andere wirklich empowern willst, dass sie in ihre Schöpferkraft kommen und sie bewusst einzusetzen, dann steh auf, dann stell dich, dann geh für dich, dann kümmere dich um dich, weil nochmal, du wirst gebraucht, das meine ich damit. Es ist jetzt so wichtig, weil je länger wir uns selbst zurückhalten, also diejenigen, die diesen Drang fühlen und spüren, selbst als Coaches, als Herzensbusiness-Owner und so weiter unterwegs zu sein, ja, und spüren, dass sie ein Thema, dass es so sehr in ihnen brennt und dann vielleicht eben aber die Kunden noch nicht da sind und so weiter trotzdem. Aber es ist so wichtig, dass wir anfangen und beginnen, diese Schritte zu gehen. Ja, dass wir beginnen, diese Schritte zu gehen und zu sagen, ja, ich bin bereit. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber ich bin bereit. Ja, und deswegen ist mir die Ausbildung so, so wichtig. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch diese Videoserie. Ja, damit du einfach diese wesentlichen Punkte und damit ich dich vielleicht auch inspirieren kann zu sagen, okay, ja, ich warte nicht mehr, ich wurschtel nicht mehr ewig vor mir, ich nehme jemanden an die Seite, ich gehe in eine Seelencommunity, weil das ist es nämlich, du gehst nämlich mit anderen zusammen dann, ja, und mach mir meinen Weg einfacher. Und es darf einfacher sein. Wenn das neue Zeitalter für eins steht, ist es für Leichtigkeit, für Freude, für Liebe, für Entfaltung, für Fülle und nicht mehr das, was wir die ganze Zeit leben. Ja, Mangel und Freudlosigkeit von Wochenende zu Wochenende hangeln oder Urlaub zu Urlaub und so weiter. Wir sind noch so weit in der Praxis. Allerdings haben wir schon das ein oder andere Mal geschnuppert, wie es sich anfühlt, schon in dem Neuen zu sein. Und das ist richtig, richtig geil. Genau, also, ihr seht, das ist ein richtiges Thema. Und wenn du dich angesprochen fühlst und auch berührt fühlst und denkst, ja, ich hab was zu geben. Es funktioniert vielleicht noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich bin auch noch nicht da, wie ich es gerne hätte. Es läuft noch nicht so ganz rund. Dann bitte bleib bei diesen 7 Tagen dabei. Trag dir jeden Tag ein. 18:18 Uhr gehe ich live hier auf Facebook und du kannst es dir
wirklich mit dabei sein ist natürlich noch mal viel einfacher, viel cooler, wenn du live dabei bist. Dann gehe ich gerne auch noch darauf ein. Natürlich kannst du dir auch das Replay anschauen, gar keine Frage. Ja, hier. Andrea schreibt Leichtigkeit, jawohl, genau, so ist es. Und das ist es. Das ist, was wir dürfen. Wir dürfen es uns einfach machen. Es ist nicht, wenn ich das nicht mal aussprechen können. Es darf einfach sein. Also, es muss schon ein bisschen anstrengend sein. Es darf einfach sein, Heidi. Oh ja, klar. Wenn es einfach ist, hat es ja keinen Wert. Ja? Und ja, also was soll ich sagen? Genau, eine gute Uhrzeit, 18, 18. Das ist nämlich zusammen zweimal die 9. Ja. Genau. Und ja, also dann sei dabei. Ich spreche wirklich tolle Themen an. Und wenn du sagst, okay, ich möchte die Begleitung, dann schau dir einfach auf der Seite heidimariewillmann.de, Coach der neuen Zeit, einfach die Infos an. Und jetzt wäre noch eine gute Möglichkeit, sich natürlich für die Ausbildung zu bewerben, für die 2019er. Weil, wie gesagt, nächsten Monat starten wir. Und ich freue mich schon so, so, so sehr. Es sind schon so wundervolle Menschen dabei. Und ja, was soll ich sagen? Aber das wirst du selbst spüren. Und es ist auch so etwas, wir gehen dann auch darauf ein. Wenn sich etwas gut anfühlt, dann ist es gut. Ja. So. Also, und jetzt kommen wir heute zu dem Thema. Und das ist das erste wesentliche Thema. Klemmen mit. Und das ist das erste wesentliche Thema, wenn es überhaupt um das ganze Konstrukt geht. Es geht um das Thema Ziele. Und was soll ich sagen? Ein Riesenthema. Vielleicht fange ich erst mal an. Warum die meisten Menschen nicht ihre Ziele erreichen. Und das ist nämlich sehr spannend. Und daraus lässt sich ganz, ganz viel ableiten. Also, zum einen, warum erreichen Menschen nicht ihre Ziele? Im Grunde sind es zwei Sachen. Weil es nicht die eigenen Ziele sind. Die Ziele haben wir von irgendjemandem übernommen oder wir glauben, wir hätten diese Ziele. Und dass wir uns selbst bei den Zielen deckeln. Ja, also das sind die zwei, hauptsächlich zwei Sachen. Gehen wir mal zu dem ersten. Das ist nicht dein Ziel. Und das ist so spannend. Das habe ich in meinem Leben ganz, ganz häufig erlebt, dass wir bestimmte Ziele haben, basierend auf vielleicht dem, was wir als Kind erlebt haben, wie wir gelebt haben, wie wir bestimmte Dinge angegangen sind und so weiter. Was zum Beispiel auch unsere Familie hat. Vielleicht war es so, dass in unserer Familie normal war, dass jeder studiert und du hast noch nicht mal hinterfragt, ja, und hast einfach studiert, ja, und hast gedacht, nee, es gehört halt einfach dazu. Und hast du irgendwie BWL vielleicht studiert, wie ganz, ganz viele andere, wie zum Beispiel ich auch. Und hast gedacht, naja, ich weiß jetzt nicht so genau, was ist, aber ich mache das halt mal. Und dann warst du BWL-Studium fertig, dann hast du Flecke, das macht mir irgendwie Spaß, aber mit meinem Schnitt kann ich irgendwie eher nur das machen oder so. Dann hast du irgendetwas gemacht. Ja. Aber war das wirklich dein Ziel? Ich meine, war es wirklich deins? Oder du hast zum Beispiel, weißt du, so wie ich wollte unbedingt auch als Teenager immer reich sein, ja, das wollte ich. Und ich wollte, das hat aber vor allen Dingen bei mir mit dem Thema Freiheit zu tun gehabt. Ich bin in Rumänien groß geworden und Freiheit war überhaupt kein Thema dort, ja. Also da will ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen, aber es war ein korruptes Land, da gab es die Securitate, so in Stasi. Und es war so schlimm. Also war für mich mein höchstes Gut Freiheit. Und ich habe verbunden, okay, wenn ich viel Geld verdiene, als wir dann nach Deutschland gekommen sind, war das so mein großes Ziel. Wenn ich viel verdiene, dann ist alles gut. Ja? Und aber eigentlich ging es nie ums Geld. Es ging nicht um dieses Ziel. Es hat sich viel später herausgestellt, dass ich einfach einem falschen Ziel hinterhergejagt bin. Und auch du, wenn du zum Beispiel, ich sehe auch viele, dass sie zum Beispiel ein Online-Coaching oder Online-Business irgendwie haben, wenn man da ein bisschen auf den Grund geht, dann ist es für viele, wollen sie das gar nicht. Viele wollen eigentlich nur mit dem Online-Business Freiheit generieren. Ja, aber das ist so ein Umweg. Wenn du es nicht wirklich willst, also nichts gegen Online-Business. Also ich habe ja selbst eins und ich liebe es, aber du musst es lieben. Ist es wirklich das, was du willst? Oder nutzt du es als Umweg? Ja, und das ist eine spannende Geschichte. Also frag dich durchaus mal selbst, das Ziel, was du verfolgst, auch gerade mit deinem Business, ist es dein Ziel?
Oder ist es ein Ziel, was du dir von irgendjemand abgeguckt hast? Oder hast du es sogar ungefiltert irgendwie übernommen? Also da wirklich mal auf den Prüfstand stellen, was willst du wirklich? So ein Klassiker in diesem Kontext ist im Coaching-Business, dass ganz, ganz viele, die zu mir kommen, sagen am Anfang, ich will ein Online-Coaching-Business und ich will mit in Gruppen arbeiten, ne? Weil ich will sozusagen nicht mehr mein 1 zu 1 und ich will nicht mehr nur einfach meine Zeit gegen Geld tauschen. Soweit, so gut. Das funktioniert auch für viele und ist auch für viele in Ordnung. Der Punkt ist aber der, es ist nicht für jeden in Ordnung. Viele haben einfach diese Idee, ah, ich will aber genug Geld und ich will nicht mehr meine Zeit einfach nur so tauschen gegen Geld, sondern ich will es einfacher haben. So, anstatt dann einfach nur zu sagen, ja, ich mache dann nur Gruppencoaching, obwohl du vielleicht gar nicht für Gruppen geeignet bist und es vielleicht auch gar nicht willst, ja, machst du es trotzdem. Und dann machst du das, willst du das und dann funktioniert es nicht. Und dann wunderst du dich, warum es nicht funktioniert. Ha, weil es nicht dein Wunsch ist. Du solltest dich vielleicht lieber fragen, was willst du wirklich? Und dann, aufgrund dessen, was du wirklich willst, daraus also das ist das, was du willst, ist dein Wunsch. Dein Ziel steht immer vorne ran, ein Wunsch. Wenn du dein Ziel definierst, aus deinem Verstand heraus oder weil du es bei jemand anders gesehen hast, das ist das, was bei vielen nicht funktioniert. Deswegen ist so wichtig, dass wir uns erst überlegen, was will ich? Was wünsche ich mir? Ja? Und dann aufgrund des Wunsches, ja, was willst du? Vielleicht willst du wirklich 1 zu 1 arbeiten. Ja? Vielleicht solltest du dann andere Konstellationen überlegen. Vielleicht solltest du dann höhere Preise nehmen oder vielleicht bestimmte Dinge nur in einer Gruppe machen. Aber die 1-zu-1-Kombination, es gibt ja auch nicht nur das Entweder-Oder, sondern du kannst zum Beispiel auch eine Kombination machen, ja, von Einzel- und Gruppen in einem Konstrukt. Es ist so viel denkbar, wenn du einfach nur spürst, was du wirklich willst und aufgrund dessen, was du willst, dann deine Entscheidung triffst und dann sagst, ich will das so haben. Dich dafür entscheidest, das ist wieder ein Schlüssel und dann kommen die Ideen. Aber wenn du immer nur dich nach anderen orientierst und die Wünsche von anderen übernimmst, dann ist eigentlich im Grunde dein Misserfolg mehr oder weniger vorprogrammiert, weil es nicht dein Wunsch ist. Ja? Also ich finde es sehr, sehr wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Ja? Genau, meine Hauptarbeit ist die Natur und meine Tiere. Online macht mir auch Spaß. Schau noch, wie ich das kombinieren kann. Genau, dann entscheide dich, was du willst. Ja? Und es muss auch nicht immer nur kombinieren, also in dem Sinn, also die Dinge zusammenbringen ist das eine. Ja? Aber du musst ja nicht nur eine Sache machen. Vielleicht kannst du sagen, okay, du machst diesen Bereich, machst du so und diesen Bereich machst du so. Also, aber denk nicht drüber nach, sondern entscheide dich, was du willst, was dir am Herzen liegt. Und das ist es. Ja? Meine eigene Geschichte war damals so, dass ich, bevor ich online erfolgreich war es so, dass ich offline sehr erfolgreich war. Ich war im deutschsprachigen Raum, war ich schon bekannt mit dem Thema Berufung. Ich weiß nicht, hunderte von Vorträgen gehalten, ja, auf verschiedenen Bühnen in Deutschland, Österreich, Schweiz, bin viel rumgereist. Und irgendwann war der Punkt erreicht, das wollte ich auch immer. Das war nämlich das, was ich wirklich wollte. Also ganz viele Menschen mit dem Thema Berufung inspirieren. Aber irgendwann war ich ausgebrannt. In dem Sinn, ich habe keine Lust mehr gehabt zu reisen. Ich habe keine Lust mehr gehabt, Vorträge wegen einem Vortrag nach München zu düsen und dann oder nach Nürnberg oder dann in die Schweiz, Österreich und so weiter. Und zwar, wo ich gedacht habe, oh, ich will das schon machen, aber ich will von zu Hause aus, ich will es einfach haben. Ich will, dass es ganz einfach geht, dass Menschen zu mir kommen, ja, und dass ich nicht immer irgendwie weg. Also das war meine Idee, ja. Aber damals kannte ich noch kein Online-Business und es war auch noch gar nicht im Munde. Aber ich wusste, was ich wollte. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und ich kann dir nicht sagen, das ging so schnell damals, dass dann auf einmal dieser Switch kam und mit den Online, mit den erstmal was, die ersten Kurse, der erste Celebrate Your Passion, das Coaching-Programm, das ich entwickelt habe, was auch einmalig ist. Schon über 8.000 Menschen diesen durchlaufen haben. Die erste Variante davon war ein E-Mail-Kurs. So habe ich angefangen. Ein E-Mail-Kurs, ja, mit PDFs im Anhang, bevor es tatsächlich mit Videos und Videokurse und so weiter dann sich entwickelt hat. Und genau das ist es. Der Punkt ist das, was will ich wie? Und deine Entscheidung, ohne zu wissen, weil wir orientieren uns viel zu oft an dem, was draußen ist. Und wenn du deine Ziele nur davon abhängig machst, was du da draußen siehst, ist echt schwierig, ja.
Ja, Barbara schreibt hier, ich fühle mich gut mit Einzelsessionen, aber auch mit Online-Webinaren. Ja, dann, das wäre zum Beispiel eine tolle Aktion für deine Kunden. Nur mal so am Rande. Es gibt nicht nur das Einzelcoaching oder das Gruppencoaching. Du könntest auch ein Gruppencoaching machen, ja, wo du zum Beispiel bestimmte Themen zur Verfügung stellst, wo die Menschen sich untereinander austauschen können, wo du bestimmte Sachen zur Verfügung stellst. Es gibt zum Beispiel auch bei Facebook gibt es ja Gruppen mit den einzelnen Bereichen. Du brauchst gar nichts groß machen. Das kannst du zum Beispiel alles auf Facebook machen. Und dann stellst du da alles zur Verfügung, was jeden betrifft. Und dann machst du Sessions und kombinierst das Ganze. Da gibt es eine Gruppe, trotzdem begleitest du. Ja, nochmal, denk nicht nur in entweder oder nur so oder so. Denk überhaupt nicht. Spür erstmal, was du willst. Ja, und das ist der Punkt. Ja. Ja, also bist du dafür verantwortlich, dass es zwischen sowas alles gibt? Ja, bin ich. Zumindest mal war ich Pionier in diesem Bereich, auch gerade Online-Kurse und so weiter. Wirklich, bei mir war es nur ein Online-Kurs, ja. Also in dem sind wirklich online rausgehauen als PDF. Ja, das ist sehr oldschool, aber so lange bin ich schon am Markt. Und so lange mache ich auch solche Themen schon, ja. Also, das war das erste Thema, warum die meisten nicht ihre Ziele erreichen. Das zweite Thema, warum die meisten nicht ihre Ziele erreichen, ist, wie ich schon gesagt habe, es sind so diese. Sind nicht die echten Wünsche. Und hier spreche ich vor allen Dingen, und da möchte ich wirklich eine Kerbe dafür schlagen, für deine echten, wahren Wünsche. Ich weiß, dass jeder, der hier zuschaut und zuhört, so einen tiefen Herzen hat, auch gerade im beruflichen Kontext. Das ist etwas, wo du sagst, oh Mann, das ist das, was ich mir wirklich, wirklich wünsche. So wie ich brenne für dieses Thema Berufung. Du kannst mich nachts aufwecken aus dem Tiefschlaf, kann ich dir einen Vortrag dazu halten. Und dieses Thema es langweilt mich nie. Nochmal, ich mache das schon annähernd 20 Jahre, also speziell Berufung jetzt nicht ganz so lange, aber auch 17 Jahre oder so. Aber es langweilt mich nicht. Es ist so, so inspirierend, so großartig. Und ich habe meine große Vision ist es, dass jeder Mensch seine Berufung lebt. Ja, und natürlich ist es total abgefahren. Und ob ich das in diesem Leben erreiche, maybe, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, aber weil diese Vision, und die ist da, ich kann die gar nicht wegleugnen. Am Anfang wollte ich das, weil ich gar nicht mit Beruf rausgehen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ja, braucht es überhaupt jemand? Kann das jemand bezahlen? Das waren damals meine Themen. Ja, und ich weiß, dass viele von euch sich auch damit beschäftigen, sich zu fragen, das, was ich zu geben habe, kann das überhaupt sich jemand leisten? Oh ja, damals, wo ich mit dem Thema Berufung raus bin und ich war vorher eine erfolgreiche Karriereberaterin, schon damals mit einem Stundensatz von über 500 D-Mark, ja, habe ich mit dem Thema Berufung, habe ich gedacht, das kann sich ja keiner leisten. Wer soll sich das leisten können? Wer zahlt mir über 500 Euro? Ja? Und das waren damals die Anfänge. Und ich weiß, wie gesagt, dass es vielen von euch auch jetzt so geht. Deswegen, schau, was ist deine große Vision und halte an der fest. Alles, was ich tue und nicht tue, hat damit zu tun, dass Menschen ihre Berufung leben. Deswegen biete ich die Ausbildung an, damit eben noch mehr Menschen, ja, inspiriert werden, ihre Berufung zu leben. Meine Azubis sind sozusagen wie diese Hebelwirkung, von der ich immer spreche. Ja, und dadurch bringen wir so viel auf die Reihe. Und der Punkt ist der, ja, vielleicht sind manche Dinge, die gehen mir viel zu langsam. Also wenn es an mir ging, wird eh schon jeder seine Berufung leben, ja, und wird erfolgreich und erfüllt sein mit dem, was er wirklich, wirklich will. Aber es gibt noch viel zu tun. Und deswegen das. Und deswegen, bloß weil diese Vision so groß ist, gebe ich sie doch nicht auf. Ich tue heute alles, was ich kann, dafür, dass diese Vision immer größer wird. Und der Punkt ist der, und jetzt möchte ich hier einen Bogen schlagen, als ich damit angefangen habe. Nochmal, da gab es dieses Thema so gut wie gar nicht. Ich glaube, da zu dem Zeitpunkt hat, wenn es überhaupt was gab dazu, hat Kurt Tepperwein, glaube ich, damals mal ein Buch schon geschrieben zum Thema Berufung. Aber sonst gab es im Grunde nichts im deutschsprachigen Raum. Ja, und es war damals fast wie selbst mit diesem nach außen zu gehen. Aber ich konnte nicht anders. Und ich wusste, dass es richtig ist. Und weil ich das gemacht habe, weil ich damit nach außen gegangen bin, sitzen wir hier. Weil ich das gemacht habe, haben schon über 8000 Menschen allein den Celebrate Your Passion Transformations-Coaching-Kurs gemacht. Weil ich das gemacht habe, sind wir jetzt bald im 11. Jahr mit der Ausbildung. Weil ich das gemacht habe, habe ich schon Tausende von Menschen inspiriert, begleitet.
Ja, und die wiederum ganz viel bei sich. Es gibt so, weißt du, ich sehe so viele auf Facebook, ich habe so viele Menschen schon begleitet. Wenn ich sehe, dass ich ein Teil davon war, das berührt mich so dermaßen. Ja, oder auch bei YouTube und so weiter. Einfach so schön. Und hätte ich aufgegeben, hätte ich gesagt, das ist total verrückt, was ich da will, dann wäre das nie so gekommen. Ja, natürlich, wenn die Idee reif ist, dann kommt die auch. Dann wäre es mit jemand anders gewesen, gar keine Frage. Aber ich habe trotzdem dazu beigetragen. Und du hast auch etwas, was dein großes Ding ist, was dich inspiriert, da von dir nach außen will. Vielleicht bringst du altes Wissen wieder auf die Erde, aber ganz neu sozusagen. Und wir bringen das in diesen neuen Kontext. Und das ist der Punkt. Also geh dein großes Ziel, weil nur das wird dich wirklich antreiben. Alles andere wirst du ganz schnell deine Inspiration verlieren. Und das ist auch ein Problem für viele Scanner-Persönlichkeiten. Dass sie sagen, ja, heute interessiert mich das, heute interessiert mich das, heute das. Aber weißt du, ich bin selbst eine Scanner-Persönlichkeit, aber es gibt bei mir das eine Thema und das steht über allem. Alles andere hat damit etwas zu tun. Und deswegen verzettel ich mich nicht, weil ich auch das große Ziel nicht aus den Augen verliere. Und ich gleiche immer alles ab mit meinem großen Ziel. Bringt mich das denn irgendwie weiter, näher oder nicht? Und wenn nein, dann mache ich es nicht. Wenn ja, dann ist es der richtige Weg für mich. Ja? Das ist das Spannende. Trau dich, das wirklich zu spüren, was wirklich, 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 wirklich dein Ziel ist. Ja, was dann wirklich dein Herzens. Es geht wirklich viel mehr. Ich habe es vorhin schon gesagt. Konzentriere dich erstmal nicht auf dein Ziel, sondern auf deinen Wunsch. Was willst du wirklich? Weil wir haben alle so einen Wunsch. Also mein Wunsch ist, dass alle Menschen in ihrem beruflichen Wirken genau das machen, was sie wirklich, wirklich machen wollen. Wozu sie wirklich, wo sie sagen, oh, das ist es. Ich will eigentlich gar nichts anderes machen. Weil es erfreut mich und es beglückt mich so sehr. Du weißt, es ist egal, ob es mehrere Sachen sind oder nur eine Sache. Genau das ist meins. Ja. Und wie gesagt, alles andere fügt sich. Und das hast du auch. Du hast auch dieses eine spezielle Ding, ja, was wirklich, was aus dir raus will, was du dir wünschst. Und es ist meistens, hat es damit zu tun, wo wir sagen, oh Mann, das ertrage ich nicht, dass das in der Welt so ist. Ja, also mir fällt es heute noch schwer, einfach zu akzeptieren, obwohl ich weiß, dass der richtige Weg ist, in Anführungsstrich, einfach erstmal anzunehmen, wie es ist. Aber trotzdem, wenn ich Menschen sehe, die sich quälen, ja, die einfach sagen, oh Mann, schon wieder Montag, ja, oder Gott sei Dank wieder Freitag, hey, schönes Wochenende wünsche ich dir. Ja, was ist mit Montag? Warum wünscht mir denn keiner einen schönen Montag? Montag ist ein cooler Tag, ja. Und dass wir einfach aus diesen Konstrukten ausbrechen, berührt mich heute noch. Und heute noch tue ich mir schwer, das einfach so anzunehmen, so zu akzeptieren, dass es so ist. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, du hast auch dieses eine Ding, wo du sagst, oh Mann, da will ich die Welt besser, schöner, wundervoller, großartiger machen. Ja? Und dafür geh. Genau dafür geh. Ja? Und wenn du dann, und dazu möchte ich dich heute inspirieren, schau, was willst du wirklich? Was wünschst du dir wirklich? Und bitte, tu es nicht ab mit dem, naja. Es wäre ja eine schöne Geschichte, wenn das so wäre, aber das schaffe ich ja nie. Und meine Probleme und die Herausforderungen und keine Kunden und so weiter. Wenn du dir diese Geschichten erzählst, lass das mal auf der Seite. Lass dich einfach mal eine Woche lang von mir inspirieren, ohne diese Konstrukte. Versuch es zumindest mal. Versuch dich zumindest mal darauf einzulassen und dich nicht gleich zu begrenzen, sondern einfach nur zu spüren, was willst du wirklich? Und dann aus diesem Wunsch, nur aus diesem Wunsch kreierst du dann dein Ziel, dein richtiges Herzensziel. Ja, genau. Ja, wenn die Selbstliebe gelebt wird, kommt auch die Berufung hoch. Ja, immer mehr, das stimmt, genau. Genau das mache ich, ja, du hast recht. Ja, genau, so ist es. Ja, also das ist ein super, super, super wichtiges Thema. Und ich möchte dir hier drei Sachen noch mitgeben. Bevor wir heute beenden, gerne noch, wenn du noch Fragen hast, gerne noch in die Kommentare rein. Egal, ob du das auch später siehst oder ich werde es auch bei YouTube hochladen, also auch bei YouTube natürlich. So, eine zum Thema Wunsch und Herzenswunsch klebt über mir, jeder, der mich kennt, weiß, was jetzt kommt, ewig lang, viele, viele Jahre ein Zitat an meinem PC. Und zwar, niemals wird dir ein Herzenswunsch gegeben, ohne die Möglichkeit, diesen zu verwirklichen. Und ich habe diese Aussage, diesen Satz, dieses Zitat so zu meinem Mantra gemacht, dass ich
Das, und es ist mir irgendwann, ist mir das auch so glasklar, dass das total stimmt. Ja klar, wenn ich wirklich so einen richtigen Wunsch habe, ich bin doch genau damit ausgestattet. Und irgendwann ist mir auch klar geworden, meine Seele spricht genau durch meine Wünsche zu mir und sagt mir, diesen Wunsch, weil du diese Sehnsucht hast, weil du diesen Wunsch hast, gehört es zu dir und wartet darauf, dass du es auf die Erde bringst, dass du es verwirklichst. Nochmal, nimm mit und schreib ihn dir auch, vielleicht klebst du ihn dir auch auf. Niemals wird mir ein Herzenswunsch gegeben, ohne die Möglichkeit, diesen zu verwirklichen. Und genau so ist es. Je mehr du beginnst, das zu glauben, zu inhalieren, ja, wirklich in dein System hineinzulassen, desto eher ist es deine Realität und deine Wahrheit. Ja, genau. Und noch zwei Sachen, was eine. Die zweite Sache ist, heute um 20:30 Uhr gibt es ja, es ist Montag, 20:30 Uhr die Seelenbotschaft für Coaches der neuen Zeit. Und da, das fand ich irgendwie, manchmal bin ich echt total begeistert, wie das Universum oder wie geil es ist, wenn man total so inspiriert ist und wirklich so ganz klar angebunden ist. Es gibt heute eine Seelenbotschaft und da, die Seelenbotschaft ist, schließt an das hier an, mehr oder weniger. Kannst aber unabhängig sehen. Aber auf jeden Fall kannst du in der Seelenbotschaft wählen, welches Tool das Tool ist, mit welchem du deine Herzenswünsche verwirklichen kannst. Und du wählst. Du kannst wählen, kannst jetzt schon mal reinspielen, 1, 2, 3, 4, 5 oder eine Kombination. Vielleicht ja noch eine Kombination an Tools und Techniken. Ich stelle dir 5 wundervolle, großartige Tools vor, wie du deine Ziele erreichen kannst. Alle ziemlich geil für sich. Und heute Abend, wie gesagt, 20:30 Uhr, was heißt heute Abend? In 1 Viertelstunde kannst du dann wählen. Ja. Und genau, also das finde ich ist sehr schön. Also das heißt, schau dir 20:30 Uhr auf jeden Fall das live an. Und falls du das dann später, also Replay, ich werde das Ganze natürlich auch auf YouTube hochladen, da kannst du es dann sehen. Und auch hier auf der Seite. Genau. Und ich hatte ja versprochen, ja, bis gleich, genau. Und ich hatte versprochen, es gibt für jeden Tag so eine kleine Aufgabe, die dich dabei unterstützt, dieses Thema zu etablieren in deinem Leben oder Klarheit dafür zu bekommen und es umzusetzen. Nochmal, mir geht es darum, dass wir jetzt immer mehr in die Umsetzung kommen. Du kannst jetzt sagen, ey, das war total nett, was die hier so geschwätzt hat, und das hat mich total inspiriert. Aber wenn du wirklich etwas verändern willst, komm in die Umsetzung. Lass es nicht nur bei der Inspiration. Ja, manchmal reicht auch nur die Inspiration, gar keine Frage. Nochmal, ich glaube auch nicht, dass wir auch ganz hart an etwas arbeiten müssen. Auf gar keinen Fall. Aber die Arbeit, die richtige Arbeit, die ist nicht da draußen, sondern die ist erstmal innen. Vor allen Dingen das Aufräumen. Ja. Und meine Hausaufgabe, meine Empfehlung an dich für morgen, weil morgen geht es ja weiter um 18:18 Uhr, ja, hier bei Facebook. Entwickle eine Best-Case-Version von dir und deinem Leben. Und zwar für alle Lebensbereiche. Schau dir dein berufliches Wirken an, schau dir deine, wie willst du als Mensch sein, ja, also diesen Bereich, deine Beziehungen, deine Liebesbeziehungen, deine Sexualität, deine Finanzen, alles, Sport, Freizeitaktivitäten, Reisen, was auch immer, ja, Kultur. Alles, was für dich wichtig ist, nimm das zusammen. Ja, und schau dir jeden einzelnen Lebensbereich an, schreib dir die Best-Case-Version, wie du dir diesen Bereich in deinem Leben vorstellen kannst. Also, wie sieht idealerweise deine finanzielle Situation aus? Wie sieht idealerweise dein Sexualleben aus? Wie sieht idealerweise dein berufliches Wirken aus? Wie sieht idealerweise, Pünktchen, 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 dein spirituelles Wirken, deine spirituelle Praxis aus und so weiter? Schreib dir das alles auf. Und hier die einzige Prämisse, die ich an dich habe: Es gibt keine Begrenzung. Das, was du wirklich, wirklich willst, und ich meine, wenn du dich hier beschneidest, nochmal, denk an meine Worte von vorhin, dann beschneidest du dich und du beschneidest dein Leben und du lebst nicht das, was möglich für dich wäre. Deswegen ist diese Übung Gold wert. Sie ist so eine Basisübung. Eine Übung ist eigentlich gar nicht so richtig, nur ein Erinnern, ja, ein Bewusstmachen, weil wenn du dir du musst dich auch nicht quälen, weil wenn du dir Zeit nimmst und spürst und dir mal in dich gehst, vielleicht meditierst du auch kurz vorher oder atmest ein bisschen tief und dann gehst du mit dieser Frage daran und schreib auf, was kommt. Lass es fließen. Lass es fließen.
Ja, deine Seele leitet dich. Und vielleicht magst du deine Seele auch noch mal ganz bewusst einladen, dass sie präsent ist, ja? Und du öffnest dich und hörst zu. Stellst du auch diese Fragen deiner Seele. Was ist die Best-Case-Version hier in diesem Bereich, im Bereich Beruf, Berufung? Was ist die Best-Case-Version im Bereich Finanzen für mich? Und so weiter. Wenn dir das schwerfällt, sozusagen, das ist eigenem, ja, aus eigener Intention, dann stell diese Frage jeweils deiner Seele. Und das ist deine Best-Case-Version. Und diese trägst du ab jetzt bei dir. Wiederholst sie mindestens dreimal täglich und holst sie dir immer wieder ins Bewusstsein, sodass dein ganzes System, das, was du wie so durchsickert in all deine Zellen sozusagen, in jedes Atom deines Seins, ja, und deine Energiefelder, dass du sozusagen dich neu programmierst auf das, was du wirklich willst. Und das, wenn du klar hast, was du wirklich willst, also sozusagen deine Wünsche hast, dann weißt du, was deine Ziele sind. Ja. Genau. So, das war die kleine Aufgabe. Sehr schön, bin gerade dabei. Na, perfekt. Okay, hier wird schon fleißig geschrieben, die 3 und die 5. Ja, um 20:30 Uhr kannst du weiterschreiben. Sehr, sehr schön. So, ihr Lieben. Genau, das war's jetzt. Also, falls jetzt noch Fragen sind, gerne hier noch in die Kommentare hinein. Ansonsten, genau, bedanke ich mich, dass ihr so lebhaft hier mitgemacht habt, dass ihr so lebhaft dabei wart. Es ist echt schön, dass dieses Thema so, so viele inspiriert, so viele auch bewegt, ja. Und ja, ich freue mich sehr. Wenn es dir gefallen hat, wenn du auch noch andere Menschen kennst, die das inspiriert, dann natürlich like es, teile es, kommentiere es, ja, und bring es hinaus in die Welt, dass noch mehr Menschen ja mit diesen Inspirationen beglückt werden. Okay, so, also das war's für jetzt. Wir sehen uns morgen zum zweiten Teil. Ich verrate noch nicht, was es ist, aber es wird ein mega spannendes Thema sein, kann ich jetzt schon sagen. Ein magisches Thema. Und genau, 18:18 Uhr. Ansonsten später nochmal, jetzt in einer Stunde fast, 20:30 Uhr zu der Seelenbotschaft für Coaches der neuen Zeit. Solltest du unbedingt dabei sein, wenn du hier dabei warst. Auf jeden Fall um 20:30 Uhr nochmal, weil da wird's, ja, da schenke ich dir auch noch das ein oder andere Tool. Genau. So, ihr Lieben, auch sehe ich schon hier. Herzlichen Dank. Sehr, sehr schön, Barbara, Angela, Marion auch. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ach, ihr berührt mich so sehr. Ich bin so, so happy. Danke, danke, danke. Also, dann bis später. Ciao.